Hallo zurück zu Saints Row The Third. Wir starten einfach mal direkt wieder ins Geschehen, wo wir da in die Basis reinfahren. Einfach mal so, bopp. Und natürlich werden wir direkt beschossen und wir töten natürlich Soldaten. Ist logisch. Wir brauchen eine beste Pistole. Bop, 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 bop. Weiter geht's. Rennen, 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 rennen. Zack. Ja, also in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie krass Saints Row jetzt schon am Anfang ist. Wegen allein der Flugzeugszene, da denkt man, fuck, was ging da ab? Aber, naja, wenn man es merkt, das wird noch schlimmer. Viel schlimmer, glaubt man. Also, da denkt man, fuck, nein. Und das Finale zum Beispiel davon sieht er erst einmal. Ich bin ja mit der Shawnee und versuche jetzt die Waffen für die ganze Gang zu sammeln. Und du auch noch. Dab, 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 dab. Komm her. Komm her. Hallo und. Ich sollte mich in Deckung begeben. Blendgranate. Überraschung. Das ist so. Was soll man zu dem Spiel sagen halt, ne? Oder was soll man jetzt reden darüber? Das ist halt Geschieße. Man kann später auch. Ja genau. Man kann auch später andere Missionen machen, Mini-Missionen zwischendurch, aber allgemein ist das Spiel schon geil. Kann man nicht so oft sagen. UAV drone controls. Are you listening to yourself, Shandi? Okay, is this really the time? I'm just saying that was eerily specific. Okay. Jetzt muss ich Stellung halten, bevor die Leute von Saints da sind. Bis Leute von Saints da sind, natürlich. Jetzt sehe ich den da. Und ich glaube, das wird ein bisschen schwer, wenn wir mit ihrer Schrotze kommen. Ach du Scheiße. Ja, Schilde sind schon echt nervig. Die halten ja die Schüsse auf. Ich muss ja sagen, das mit den Let's Plays, das ist ja nur ein Hobby, oder? Also ich versuche dann jetzt ab jetzt die Saints Row Folgen wirklich täglich rauszubringen, das wird echt schwer. Aber natürlich, wenn jetzt Folgen nicht rechtzeitig erscheinen sollten, werde ich ja schon rechtzeitig Bescheid sagen. Daneben. Das war richtig. Getroffen. Daneben. So. Sind da noch welche? Ah, da. Haha, fast erledigt. Ah, doch jetzt. Oh yeah. Immer zuerst auf die Panzer, weil die haben natürlich die meiste Durchschlagkraft. Ne? Es ist PMV, der gegen dich gewinnt. Okay, ich glaube, das war's. Okay, und jetzt sprinten. Also. Top, top. Ja, Mann. Ach, geschafft.
Achso, das ist ein guter. Da kommen wir doch gar nicht ran. Weiter höher kann ich nicht, was soll die Scheiße? Jetzt. Komm, komm, komm. Ja. Ja, Mann, so. Geht das doch. Dankeschön. Ich mache das immer gut. Aber sowas fällt ja gar nicht in der Polizei auf. Also, ja, okay. Das ist natürlich die Armee, muss man sagen, ne? Aber. Ja, okay, jetzt habe ich einen Part verloren. Egal. Wir schießen einfach mal weiter. Wenn man spielt und gleichzeitig redet, das ist schon schwierig. Versucht man sich schon zu konzentrieren. Ja, besser so. Ist ja scheiße, die Mission wieder neu zu wiederholen. Ne? Ist auch kacke zuzuschauen. Ah, ich glaube, wir sind da. Gut, gut, gut. Haben wir das auch schon mal geschafft. Ah, ich wollte gerade sagen, es geht da ab. So what's next? What's next is you go back to Stillwater. What? No, this is my fight too. Girl, you don't get messy. Let us take care of business. Fuck you. I'm doing this for Johnny. All right. Well, if we're gonna bring in the boys, we're gonna need a new place. You're worried about real estate? Das Gesicht. We have guns. Let's use them. Relax, Shandi. We got it all covered. Ja, wir haben geschafft, wir werden Waffen brauchen. Menge Kohle für Waffen. Natürlich viel Respekt für Respekt. Ne? Gut. Oh. Also mit den Attentaten zielen Fahrzeugentführung. Ich weiß nicht, das ist. Vielleicht kann ich mal zwischendurch ein paar Attentate machen oder so. One-Time Pack, ja, das war jetzt die, das sind die DLC-Packs da, die ich hier runterladen habe. Ja, siehst du, das sind die. Ja. Ja. Gut. Die ganzen DLC-Packs, die ich genommen habe. Wenn sich der Begleiter angeschlossen hat, entscheidet ihn. Oh. Gehen wir einfach mal raus. Ah, schöne Steelport. Ich komme lassen. Die drei sind jetzt die DLC-Missionen. Die kannst du annehmen, wann du willst. Das ist nämlich das Problem. Muss ich aufpassen, dass ich nicht außersehen, wer drauf fliegt. Da muss ich jetzt auf Piers natürlich drauf. Erstmal brauche ich ein Auto. How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Spend too much time in posh hotels? I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to offer? You convinced me. Meet me at the park. I'll pick you up. I'll pick you up. Gut, treff dich mit Piers. Das werden wir machen. Oh, nee, das Polizeiwagen. Ich dachte, oh, schönes Auto. Nein. Aber lassen wir, klauen wir das lieber nicht. Das gibt nur Ärger. Komm, das Auto ist ein bisschen langsam, finde ich. Hä? What the f... Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Fliegen einfach mal ein paar Menschen rum. Okay. Vielleicht sind das immer noch die, die vor in der letzten Folge vom Flugzeug runtergeflogen sind. Ah, fuck ja. Rain can refresh the soul and wash away the stains of the day. When that rain is several tons of metal, halt die Backen.
Kein Bock, Radio zu hören. Radio redet die ganze Zeit von den Geschehnissen vorher. Ich spreche natürlich Englisch. Das ist kein einfaches Englisch. Muss man sagen. Hat man keinen Bock, ganz dazu entschlüsseln und so weiter. Nee. Aber ich denke mal, gucken wir mal, wie spät es ist. Ja, es wird lange Zeit, bevor ich da jetzt auftreffe. Machen wir jetzt eine Pause. Und ich sag mal, ciao.